Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute gerne unsere Favoriten in Sachen Pflegeprodukte sowohl für Babys als auch für Kleinkinder vorstellen. Elian ist ja mittlerweile 13 Monate alt und es sind wirklich einige Produkte dabei, die uns seit Anfang an begleiten, auf die ich mich immer verlassen konnte und die ich auch immer wieder nachkaufe. Und auch ein paar Wundermittel möchte ich euch heute vorstellen. Sei es für wunden Popo oder gerade so am Anfang, wenn die Kleinen so ein bisschen Babyakne oder trockene Haut haben. Da habe ich auf jeden Fall was für euch dabei. Also bleibt gerne dran und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. So, und ich sitze hier, wie man sieht, bei Elian im Zimmer und hier ist eine Schräge, das heißt, wir haben ja ein Velux-Fenster und es regnet jetzt gerade. Ich hoffe, das ist trotzdem okay so und es stört nicht zu sehr. Ja, deshalb fange ich jetzt auch direkt an, nicht, dass es noch schlimmer wird. Und ich pick mich einfach hier mal so durch meine Mischung durch, die ich mir hier hingestellt habe. Gehe da jetzt nicht nach einem bestimmten Schema vor, aber ja. Fangen wir einfach mal an. Und zwar mit den Wattepads. Wir haben Elian am Anfang ausschließlich mit Wasser und ja, mit diesen Wattepads gewaschen. Gerade so am Anfang sollte man wirklich auf so Feuchttücher verzichten, auch wenn die zum größten Teil Wasser enthalten. Und ja, daran haben wir uns auch gehalten, haben tatsächlich nur Wasser genommen und dafür haben wir dann immer diese Wattepads hier benutzt. Das sind die von Rossmann, also von Baby Dream. Ich habe wirklich viele ausprobiert, aber das waren die einzigen, die nicht so gefusselt haben. Viele fusseln dann so und ja, wenn das dann am Popo so rumhängt, so diese ganzen kleinen Flusen, das ist nicht schön. Und deshalb ja, finde ich die wirklich ganz toll. Sind auch ziemlich reißfest, also ja, und auch von der Größe her ganz gut. Ich könnte euch empfehlen, die einmal in der Mitte durchzuteilen, weil ja, da hat man doch einen ganz schönen Verschleiß, wenn man ein Baby so am Anfang wickelt und da kommt man auch gut aus, wenn man einfach so sich die zerteilt und ja, hat dann einfach ein bisschen mehr davon. Dann ist es ja so, am Anfang, wenn man die Babys badet, die brauchen wirklich keine großartigen Badezusätze und man sollte eigentlich auch darauf verzichten. Das muss natürlich wirklich jeder auch für sich selber entscheiden. Und wir haben es am Anfang so gemacht, wir haben in das Badewasser einfach so ein bisschen Mandelöl dazu gegeben. Und das ist wirklich auch so ein kleiner Geheimtipp, denn mit diesem Mandelöl könnt ihr die Haut ganz wunderbar reinigen, auch wenn ja, das Baby mal sein großes Geschäft erledigt hat, könntet ihr davon auch einfach ein bisschen mit in das Wasser geben, wo ihr den Popo mit reinigt. Und dann kann ich euch wirklich sagen, dass das ganz hervorragend abgeht. Das hinterlässt keine Rückstände und es pflegt natürlich auch noch so ein bisschen. Wirklich nur so einen ganz kleinen Tropfen. Kommt natürlich auf die Wanne drauf an, aber das ist wirklich ausreichend und sehr, sehr ergiebig. Hat dazu auch noch einen angenehmen Duft und ja, mittlerweile nutzen wir es nicht mehr, aber am Anfang haben wir das wirklich immer verwendet, wenn wir Elian gebadet haben. Ich war am Anfang mit Elian bei einem Babymassagekurs und da wurde uns vorher natürlich so ein bisschen gesagt, was wir mitbringen sollen. Zunächst erstmal ein Handtuch und ein Öl, und zwar ein pflanzliches Öl. Und ich habe da auf dieses hier von Beleda zurückgegriffen, das Calendula-Öl. Und ich muss sagen, erstmal, das riecht so gut. Und das erinnert mich einfach total an die Zeit von damals. Und es pflegt auch wirklich sehr gut. Und gerade so bei Babymassage, es ist sehr ergiebig. Man braucht da wirklich auch noch so ganz kleinen Mini-Tropfen. Und ja, kann das Baby wirklich sehr schön damit massieren. Auch zu Hause, wenn es am Anfang so ein bisschen Bauchweh hat, dann haben wir das immer verwendet. Und man könnte es theoretisch auch so ein bisschen mit ins Badewasser geben. Aber wie gesagt, da haben wir ja das Mandelöl verwendet. Aber so für Babymassage kann ich euch das wirklich ans Herz legen. Heute ist es natürlich so, wenn wir Elian baden, dass wir da auch schon einen Zusatz verwenden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir damit angefangen haben. Ich würde schätzen, so wo er sechs, sieben Monate war. Ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, aber so in einem Dreh kommt auf jeden Fall hin. Und da haben wir von Anfang an dieses hier von HIP verwendet, das Sensitiv Pflegebad. Hat auch wieder einen sehr angenehmen Duft, wie irgendwie alle Babysachen. Und ja, davon einfach so einen ganz kleinen Schuss mit ins Badewasser geben, ist eigentlich quasi auch für die ganze Familie. Das schäumt sehr schön, das finden die Kinder dann ja auch ganz toll. Und ja, da kann ich euch das von HIP auf jeden Fall empfehlen. Für nach dem Baden, also irgendwie habe ich hier doch so ein kleines Schema, aber das ist nicht geplant, sondern ich greife einfach wirklich wahllos hier auf meinen kleinen Tisch, benutzen wir von Bübchen die Pflegelotion. Und das ist einfach erstmal dieser Geruch, ich habe es ja gerade schon erwähnt, ist
himmlisch. Und das erinnert mich selber auch total an meine Kindheit. Also ich bin mir sicher, dass meine Mama das auch schon verwendet hat, als ich ein kleines Kind war. Und ja, das ist mit Shea-Butter und Sonnenblumenöl. Und ich verwende da nicht viel von. Da braucht man wirklich nur so einen ganz kleinen Spritzer. Das verteile ich in meinen Händen und dann reicht das auch für Elians ganzen Körper. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass er ja mittlerweile auch nach dem Baden dann immer schön eingecremt wird. Früher haben wir es halt mit dem Pflegeöl gemacht und heute verwenden wir dafür gerne diese Pflegelotion. Kommen wir nun zu einem kleinen Geheimtipp. Und zwar war es bei uns so, dass Elian am Anfang so ein bisschen ja, Babyakne hatte, beziehungsweise ganz trockene Haut, so im Gesicht, gerade hier so auf der Stirn. Das war richtig schuppig und rissig und auch wirklich unangenehm. Und da habe ich mich durch diverse Cremes durchgetestet, aber so richtig geholfen hat dann nichts. Und dann bin ich in die Apotheke gegangen und habe mich da mal beraten lassen. Und die haben mir diese hier empfohlen von Oibos. Hautruhe für trockene Haut ist extra so eine Gesichtscreme. Und die war wirklich super. Die hat innerhalb von kürzester Zeit wirklich das Gesicht sehr gut gepflegt. Die trockenen Stellen waren vollkommen weg und ja, es war auch angenehmer für ihn. Gerade wenn man dann noch eine Mütze drüber macht, ist das nicht schön, wenn das so schuppt und einfach so rau und rissig ist. Die kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Also schaut mal in der Apotheke vorbei oder lasst euch da einfach mal beraten. Aber die von Oibos ist auch extra so für Neurodermitis-Haut auch geeignet. Also wenn Kinder dazu neigen, kann ich euch die ebenfalls empfehlen. Und ja, die ist mit Nachtkerzenöl. Und genau, hier steht es auch nochmal extra für Neurodermitis auch geeignet, wobei Elian das nicht hatte, aber da hat man ja auch sehr trockene Haut dann. Bei kleinen Babys ist es ja so, dass die hier am Hals so eine Falte haben oder auch so unter dem Arm oder in den Kniekehlen, wo diese kleinen Speckfältchen einfach sind. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man die immer schön trocken hält, damit sich das nicht entzündet. Sonst kann das nämlich wirklich schnell ja rot werden und das brennt dann natürlich auch. Und da haben wir es uns ja relativ einfach gemacht und haben einfach Babypuder verwendet. Also so nach dem Baden habe ich ihn natürlich erstmal schön trocken getupft überall, auch so an dem Hals, wobei es da echt schwer ist, wenn die Kleinen noch nicht so richtig mitmachen. Also man muss das alles schon so ein bisschen auseinander ziehen, natürlich ganz vorsichtig. Und ja, dann haben wir einfach dieses Babypuder genommen. Ich habe dann einfach immer so ein bisschen auf ein Wattepad gegeben. Wenn ich alleine war, habe ich es irgendwie alleine versucht, da ranzukriegen. Aber ansonsten hat mein Mann mir geholfen. Dann hat der eine halt das alles so ein bisschen hochgedrückt, sage ich mal. Und mit dem Wattepad haben wir das dann so ein bisschen, ja, eingepudert, sage ich mal. Und so verhindert ihr auf jeden Fall, dass sich das entzündet, dass das irgendwie nass wird. Und kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Wir haben da hier dieses von Nivea genommen. Aber da könntet ihr theoretisch auch jedes andere Puder verwenden. Ihr müsst euch da einfach mal so ein bisschen austesten, was euer Kind denn gut verträgt. Und ja, aber das mal auch als so ein kleiner Geheimtipp für die kleinen Speckfältchen. Weiter geht es mit einem absoluten Klassiker, wenn der Po mal wund ist. Und zwar verwenden wir hier die von Veleda, die Calendula Babycreme. Und ich muss auch wirklich sagen, die ist wirklich top. Also ich habe schon einiges an anderen Cremen ausprobiert, auch ebenfalls, wenn Calendula enthalten war. Aber da war keine so, ja, hat keine so geholfen wie diese hier. Also wenn der Po so ein bisschen wund ist, einfach ein bisschen rauf machen und meistens ist es dann am nächsten Tag auch schon weg. Sollte es allerdings mal etwas hartnäckiger sein. Bei uns ist es ja so, dass Elian ja mittlerweile auch vom Tisch mit isst und auch Sachen isst, die halt so ein bisschen gewürzt sind. Und da muss sich der Körper natürlich erst einmal dran gewöhnen. Und dazu kommt noch, dass er gerade sehr doll zahnt und er hat daraufhin halt einen ganz wunden Po momentan. Aber da habe ich auch einen Megatipp für euch und zwar Heilwolle. Die bekommt ihr in der Apotheke und ich muss wirklich sagen, das ist ein Zaubermittel, wirklich. Also Heilwolle ist ja dafür bekannt, dass es dieses Lanolinfett enthält, was halt Schafe haben. Also ist wirklich vom Schaf die Wolle. Diese wird natürlich zigtausendmal irgendwie gereinigt und ich habe euch hier mal so ein bisschen rausgenommen. Das sieht dann halt wirklich so aus und ich zuppel mir das Ganze dann immer so ein bisschen auseinander, weil es kann schon mal vorkommen, dass hier doch nochmal so ein ganz kleines Stückchen Stroh drin ist. Also da schaue ich immer nochmal nach, dass das nicht irgendwie piekst. Und dann gebt ihr das einfach mit in die Windel. Also stopft das so ein bisschen in die Po-Ritze und ich verspreche euch, der Po ist wirklich am nächsten Tag nicht mehr wund. Also diese Wolle hier, das ist der Wahnsinn. Kann ich euch nur empfehlen. Also solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren.
Und ich habe jetzt gehört, dass es auch für wunde Brustwarzen, also das hätte ich mal vorher wissen sollen, als ich noch gestillt habe. Ja, also falls ihr stillt oder stillen wollt und wunde Brustwarzen habt, dann kann ich euch das auch sehr empfehlen. Einfach auf die Brustwarze geben, BH drüber und ja, dann sollte es auf jeden Fall schnell wieder gegessen sein. Ja, also Heilwolle müsst ihr euch unbedingt anschaffen für wunden Popo. Und ich habe auch noch zwei weitere Produkte von Veleda, die uns auch schon seit Anfang an begleiten. Und zwar ist das zum einen auch aus der Calendula-Reihe das Wind- und Wetterbalsam. Die kalte Jahreszeit steht ja jetzt wieder vor der Tür und da kann ich euch wirklich empfehlen, wenn es draußen so kalt ist und windig, dass ihr davon einfach so ein bisschen auf die Bäckchen gebt und auf die Nase. Das schützt wirklich ungemein vor dieser kalten Witterung. Und dann außerdem aus der Calendula-Reihe die Gesichtscreme. Die verwenden wir wirklich tagtäglich. Morgens nach dem Aufstehen creme ich ihnen damit das Gesicht ein. Die pflegt und spendet auf jeden Fall auch Feuchtigkeit. Und ja, früher hatten wir halt diese andere verwendet, diese Eubos. Gerade wenn die Haut sehr, sehr trocken ist. Aber für ganz normale Baby-Gesichtshaut, ja, da reicht die hier auf jeden Fall aus und kann ich euch auch nur empfehlen. Kommen wir zu Windeln, denn auch die gehören für mich definitiv zu den Pflegeprodukten dazu. Und bei uns ist es so, dass wir für die Nacht immer ja, die Pampers verwenden. Also wirklich original Pampers. Mittlerweile sind das jetzt hier diese Pants, weil die einfach ja, bequemer zum Anziehen sind. Und ich muss auch wirklich sagen, die halten am allerbesten dicht. Also Elian ist jemand, der sehr, sehr viel pinkelt. Und es ist, ich kann es an einer Hand abzählen, wann die mal ausgelaufen sind. Wirklich, als er klein war, aber auch jetzt, wo er älter ist. Und für die Nacht finde ich die einfach perfekt, weil wir ihn da natürlich nicht mehr wickeln. Er schläft ja durch und da müssen es auf jeden Fall die Pampers sein. Aber mittlerweile ist es so, dass wir für tagsüber auf diese hier umgestiegen sind von Baby Dream. Ich habe mich da mal so ein bisschen durchgetestet. Ich habe wirklich einiges an Marken getestet, weil ich einfach eine günstigere Alternative haben wollte. Und ja, ich bin jetzt hier hängen geblieben bei den Baby Dreams. Das sind ja die von Rossmann. Und ich wickel ihn am Tag so, ja, würde ich schätzen, so 4-5 Mal ungefähr. Und dafür sind die wirklich ausreichend. Also über Nacht halten die nicht, habe ich auch schon ausprobiert, aber für den Tag sind die wirklich super. Ich hatte euch ja erzählt, dass wir ihn am Anfang wirklich nur mit Wasser gereinigt haben. Heute verwenden wir dann natürlich auch Feuchttücher. Es ist einfach praktischer, gerade so für unterwegs. Und da finde ich diese hier von Pampers wirklich am allerbesten. Das sind die Aqua Pure mit 99% Wasser. Die sind wirklich sehr, sehr feucht, also man kann da sehr gut mit reinigen. Sie sind ziemlich ja, dick, also das Tuch an sich ist dick und reißfest. Ich habe mich dadurch das gesamte Sortiment, glaube ich, durchgetestet und bin jetzt letztendlich hier hängen geblieben. Die sind ein bisschen teurer, deshalb habe ich immer so hin und her überlegt, weil man da ja wirklich einige von braucht, gerade so für das große Geschäft. Aber ich habe da noch einen richtig coolen Spartipp für euch. Und zwar habe ich jetzt bei Amazon gesehen, dass es da wirklich ein ja, so ein großes Paket gibt. Da waren jetzt 18 solcher Pakete drin und die enthalten jeweils 48 Tücher, genau, für 24 Euro. Und im Geschäft kosten, glaube ich, zwei Pakete hiervon, gut, kommt immer ein bisschen darauf an, wo ihr einkauft, so um die 5 Euro. Also da spart ihr wirklich eine ganze Menge. Und sowas auf Vorrat zu haben, ist natürlich auch immer sehr gut. Man braucht ja doch immer wieder welche. Und ja, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr da mal bei Amazon vorbeischaut. Ich verlinke euch das auch gerne mal einmal in der Infobox, dann könnt ihr da mal nachschauen. Und kommen wir auch schon zu den letzten zwei Produkten. Und zwar geht es jetzt um Zahnpflege. Man soll ja wirklich ab den ersten Zahn die Zähnchen putzen. Und bei uns war es so, dass wir am Anfang so einen Fingerling benutzt haben, dann auf eine Zahnbürste umgestiegen sind. Und Elian hat immer Theater gemacht. Und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, ich habe da keine Lust mehr zu. Ich möchte die auch wirklich vernünftig reinigen können. Und die Zähnchen wurden natürlich immer mehr. Mittlerweile ja, hat er wirklich fast alle seine Zähne. Da fehlen noch so 3-4 Backenzähnchen. Aber ansonsten hat er wirklich sehr, sehr viele Zähne. Und da habe ich mich dann einfach mal umgeschaut nach einer elektrischen Zahnbürste. Denn wenn ich endlich mal in den Mund reinkomme, dann tut die ja schon mal was, ohne dass ich da groß rumschrubben muss. Es ist mittlerweile ein bisschen besser geworden, aber ja, also falls ihr wirklich auch so einen kleinen Zähneputzteufel habt, der das überhaupt nicht wollt, dann kann ich euch das nur empfehlen. Diese hier habe ich bei Amazon bestellt, die ist von Saego.
Das Coole hier dran ist, die leuchtet. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hier seht. Das findet er natürlich super spannend. Und dann vibriert die halt so ganz, ganz minimal. Ihr seht, ich muss unbedingt den Kopf ändern. Ich habe gerade heute diese Köpfe hier nachbestellt. Also das muss man zwischendurch natürlich auch machen. Und ja, ich verlinke euch die mal in der Infobox, damit ihr die auch findet. Und dann putzen wir natürlich auch seit Anfang an mit Zahncreme. Auch hier verwenden wir wieder die von Weleda, denn er bekommt ja auch seine Floretten, die das Kind ja bis zum, ich glaube, 3. Lebensjahr tagtäglich bekommen soll. Und dann sollte man auf jeden Fall bei der Zahnpasta auf zusätzlichen Fluor verzichten. Und da habe ich wirklich nur hier bei Weleda das entdeckt, dass die kein Fluor oder kein Fluorid extra enthält. Und ja, deshalb verwenden wir die auch von Anfang an. Das ist das Kinderzahngel. Und das schmeckt so ein ganz kleines bisschen mentholig, aber ist natürlich auf gar keinen Fall scharf. Ist ja eine Kinderzahncreme. Und ja, die finde ich wirklich gut und kaufe ich auch immer wieder nach. Das waren nun unsere Favoriten, unsere Pflegeprodukte, auf die wir immer wieder zurückgreifen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn natürlich auch der ein oder andere Tipp für euch dabei gewesen ist. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Und abonniert diesen Kanal, falls ihr neu hier seid. Da würde ich mich sehr drüber freuen, dann verpasst ihr in Zukunft auch nichts mehr. Und dann hätte ich noch eine kleine Frage an euch. Würde es euch interessieren, wenn ich auch mal ein Video zu unserer Hausapotheke mache? Denn auch da sammelt sich in der Zeit ja einiges an. Es sind natürlich alles frei verkäufliche Arzneimittel. Also wenn ihr daran Interesse habt, dass ich euch das mal abdrehe, dann stimmt doch hier oder hier, ich weiß jetzt gerade nicht, wo es steht, gerne einmal ab, dann weiß ich Bescheid. Und ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Habt noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.